Ahoi, moin moin und vor allem ein herzliches Hallo. Ja, hier sind wir wieder bei Mittelerde. Ich habe jetzt schon ein paar Tage nicht gespielt, aber Rhabarber, das macht gar nichts. Denn wir machen einfach weiter. Das ist ja gut, hier auf der Karte sieht man immer, wo wie was los ist. Wir holen uns jetzt erstmal ein Artefakt. Und danach gucken wir uns mal hier die Machtprobe an. Von Grischer Blutaxt. Aha. Genau. So, mal gucken, ob ich die Steuerung noch zusammenklabüstert kriege hier. Zack. Servus. Und tschüss. Nicht doch da raufklettern. Genau. Achso, man muss ja in der Geisterwelt wandeln. So, Lesefibel eines Waldläufers. Die Waldläufer Gondors sind nicht nur mächtige Krieger, sie erledigen auch eine ganze Fülle von Aufgaben im gesamten Königreich. Je nach Fall werden Waldläufer gerufen, um als Vermittler, Richter, Ärzte oder gelegentlich auch als Lehrer zu dienen. Es ist bekannt, dass Waldläufer Lesefibeln bei sich tragen und dass sie bei ihren Aufenthalten in Dörfern, in denen es kaum Möglichkeiten gibt, etwas zu lernen, ein paar bevorzugte Schüler auswählen, um ihnen das Lesen und Schreiben beizubringen. Nur guck an. So, ne, dann schauen wir uns das Ganze mal an hier. Ah, das hört sich schon mal ganz gut an. Ja. Aha, da haben wir's. Dann hören wir uns das mal an. Sprich es ruhig aus. Fëanor. Fëanor. Warum zwingst du mich dazu, Hilgon? Daran bist nur du allein schuld. Du hast mich angefleht, dir die Wörter in meinen Büchern beizubringen. Das bereue ich jetzt. Welchen Nutzen hat die Schrift hier in Mordor? Hier, sieh dir das an. Eine Nachricht für dich. Meine Liebste. Sei mein Leib? Versuch es noch einmal. Kaib? Oder Weib? Ja, Hilgon. Ich bin dein. Wie romantisch. Okay, lassen wir mal kurz wirken. Und dann geht's weiter. So, wir gucken mal kurz auf die Karte. Hier, habe ich gesagt, wollten wir uns mal eine Runde einmischen, oder? Ja, da war wir gaben den Ausgestoßenen die Möglichkeit, Mordor zu verlassen und das sichere Gondor zu erreichen. Und wir können den Blick unseres Feindes auf uns lenken. Solange sein Blick auf uns gerichtet bleibt, können wir Zeit für Mittelerde gewinnen. Also solltest du besser sofort... Jo, schon dabei. So. Machtprobe. Na, da wollen wir mal. Hui. Auf mit dem Käfig! Ich brauche einen guten Kampf! Sofort! Okay. Na, dann wollen wir doch mal sehen, ob wir dir dabei behilflich sein können. Erstmal müssen wir seine Atzen hier ausschalten, würde ich sagen. Weil dann haben wir... Was ist denn das? Ach, in den Pfeiler geschossen. Elbengeschosse benötigt. Okay. Okay. Und? Na, komm schon. So, na, dann wollen wir mal. Eieiei, na dann wollen wir mal sehen. Ich glaube, das könnte ein bisschen eng werden. Okay, das war Grischer Blutaxt. Ja, das kannst du natürlich tun. Okay. Warum hat er die Flamme nicht aufgezogen? Ah, jetzt haben wir ein Problem, glaube ich. Ja, jetzt kommen richtig viele.
So. Naja, dann wollen wir mal ein bisschen kämpfen. Wir haben schon lange keinen Grubenkampf mehr. Ei. Okay. So. Okay, das wird ganz schön enge hier. Warum? Verdammt, ständig ist unsere Kombination wieder futsch. Das heißt, wir machen uns mal lieber aus dem Staub. So, okay, na gut, aber den haben wir ja platt gemacht. Bedeutet... Ach, diese Pfeile haben wir auch nicht. So, na mal gucken. Holen wir uns erstmal Pfeile. Einmal und gleich nochmal. Klatsch, den hat's direkt die Birne weggefetzt. Sehr gut. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Wir könnten uns natürlich hier das IT-Dien holen. Ich glaube, das machen wir auch. Danach machen wir mal einen Sklavenauftrag. So. IT-Dien. Wo bist du denn? Da rum. So, einmal runter. Ach da, okay. Irgendwie, nee, komm. Genau, so. Mal hier hoch, da ist es. Na, endlich. Na, nicht hier, Gelaia Mordor. Na, aber sowas von. Und wegen der Rune, da gehen wir nachher einfach, wenn es sie ein bisschen beruhigt hat hier, gehen wir da nochmal ganz in Ruhe hin. Ganz gechillt. Uns drängelt nichts. So. V. Ich habe gesagt, genau, hier, Sklavenauftrag. Hopp. Na komm, hoch mit dir. So, jetzt müssen wir mal gucken. So, da oben. Okay, da müssen wir hoch. Ja, dann kletterst du halt hier hoch, meine Güte. So, komm. Zack. Die rennen unten und kriegen uns ja nicht mit. So soll's sein. Okay, für jede Beleidigung, ob wahrhaftig oder bloß eingebildet, werden die Sklaven von ihrem brutalen Zuchtmeister hingerichtet. Rette sie vor diesem ungerechten Schicksal. 125 Mirian Winken. Und das nehmen wir natürlich an. Okay, rette die Sklaven. Okay, und 3 Uruks töten, nachdem man sie angelockt hat. Eine Ziege. Gestrück. Gestrupp. Okay. Das ist ein bisschen ungünstig hier. So. Nee. Anlocken, genau. Habe ich da gerade etwas gehört? Gucken wir mal den an. Ah, komm her. Hier ist wohl Nummer 2. Warte, ich rieche etwas. Ah, machen wir jetzt gleich den Sack zu. Schauen wir mal. So, jawohl. So, du guckst mir so neugierig. Hässlich. Okay, dann wenden wir uns mal den Sklaven zu. Da sind ein paar am Feuer.
Und da auch. Ja, wollen wir doch mal sehen. Oh, wer sieht uns da? Ah, ja, da oben. Nicht mehr lange. So. Bitte hilf mir, bevor sie wiederkehren. Okay. Oh. Ist aber schnell. Danke, okay, das wäre Nummer 1. Wenn ich dir die Zunge rausschneide, redet sie dann noch. So. Das wäre der nächste. Okay, ein bisschen Michael Jackson-mäßig hier. Seitwärts. Zack. Okay. Noch Schwein gehabt. Jetzt haben wir bloß noch 2 Elbengeschosse. Jetzt müssen wir mal zusehen, dass wir damit zurechtkommen. Schleicht da jemand umher? Ja. Bist du das, Waldläufer? Schneid mich los, bitte. Okay. Damit haben wir schon geschafft. 400 XP, 125 Milliarden, nur nochmal 50 oben drauf. Und schnell weg hier. Okay. Sehr nett von dir. So. Dann gucken wir mal ganz in Ruhe auf die Karte. Hier könnten wir uns noch ein Artefakt holen. Ich glaube, das machen wir tatsächlich auch. Ja, genau. Holen wir uns das. Und dann können wir ja dahin. Zeichen der Macht. Ah, okay. Da bin ich mal gespannt. Genau, immer Stück für Stück. Immer der Reihe nach. So, mal gucken, was das hier drin ist. Jawohl. Brandeisen. Nicht der alte Brenner, ist ein häufiger Spruch unter den Orks in Udun. Zwar ist das Brandmarken mit glühenden roten Eisen eine übliche Strafe, bei der die Orks genauso oft das Fleisch ihrer widerspenstigen Brüder als auch das ihrer Sklaven sengen. Jedoch ist das alte Brandeisen einzigartig und wird nur bei den Ungehorsamsten angewandt. Die Orks glauben, dass das alte Brenneisen magische Fähigkeiten besitzt, durch die es länger und heißer und mit solcher Intensität brennen kann, dass die Schmerzen noch Wochen nach dem Brandmarken zu spüren sind. Mhm. Na, das klingt ja nett. So, dann tun wir uns das mal an. Also gut. Ihr seid jetzt nicht mehr so mutig, was? Haltet sie fest, Leute. Nimm deine dreckigen Finger von mir. Es ist doch ganz einfach. Schlage auf die anderen schneller und härter ein, als sie auf dich. Aber wenigstens hast du es versucht. Versuch's nächstes Mal doch einfach richtig. Das wird wehtun, sehe sogar. Aber so lernst du, wer hier das Kommando hat. Nein, nicht der alte Brenner! Alles nur nicht der alte Brenner! Klingt nach Spaß. Okay, dann mal Verbesserung. Oh. Fähigkeiten, Attribute, 780, was können wir denn freischalten? Erhöhter Gesundheitswert könnten wir freischalten. Hier bräuchten wir noch ein bisschen, nehmen wir erstmal Gesundheit, das habe ich glaube ich das letzte Mal auch gesagt, dass das als nächstes dran ist. Halten wir uns mal dran. Genau, und dann wollten wir da drüben zum Dolch. Gerechtigkeit. Das ist keine Gerechtigkeit, das ist das stetige Ausmerzen der Schwachen zugunsten der Starken. So, schnell hier hoch. Und wo müssen wir hin? Da aufs Dach. Dann steigen wir immer aufs Dach. Ja, das ist längst weg, der Tag. Richtig. Also, beruhigt euch. Chillt mal. So, als sich die Gerüchte über ihn verbreiteten, ließ der dunkle Herrscher Kundgebungen abhalten, um ihn in Verruf zu bringen. Er nutzte diese Ansammlung, um seine Macht unter Beweis zu stellen, forme die Legende des Dolches Achan. Belohnung 200 Mirion. Nimm an. Terrorisiere den Wächter, ohne den Alarm auszulösen.
5 Uruks durch Schleichtötung. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen langsam machen. Denn der da drüben, der dreht sich bestimmt irgendwann mal um. Dann können wir rüber. Fertig machen. Ah, hier sind auch keine anderen, also anderen könnte ich eigentlich auch runter, oder? Oder drehst du dich heute nochmal um? So, nee, dann machen wir das anders. Dann nehmen wir einen kleinen Umweg. So. Nehmen wir einen kleinen Umweg. Versuchen uns ranzuschleichen, mal gucken, ob das funktioniert. Ich glaube, der uns vorher sieht. So. Ah, okay, hat geklappt. Ah, gut, wir kommen aber nicht ran. Habt ihr das gehört? So, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Jetzt. Zack. Das war's, mein Bester, das war's. So, mal gucken. Da drüben ist nochmal ein Schütze. Oh, da sind gleich zwei. Oh, okay, der hat uns einmal gesehen, aber dann wieder weggeguckt. Naja gut, das war sein Fehler. So, drei. Wir brauchen aber noch... Oh, da drüben ist so einer. Genau, vielleicht sind das unsere zwei. Schauen wir mal. Dann hätten wir schon alle beisammen und dann könnten wir uns um den Wächter kümmern. Wenn uns jetzt nicht noch irgendwas dazwischen kommt. Ach, siehst du, da unten ist er auch schon. So, terrorisieren, rechte Maustaste. Ah ja, bloß kurz drücken. Ich habe zu lang gedrückt. Zack, pack, tschack, klack. So, Zeichen der Macht, Erfolg. Auftrag abgeschlossen, 200 Mirian, 50 obendrauf. Na, wenn das nicht läuft, dann weiß ich auch nicht. So, Jungs. Wie, will keiner kämpfen? Der eine hat sich direkt ins Feuer gestürzt. Na gut, lassen wir das mal so dahingestellt. Gucken wir uns nochmal kurz auf der Karte um. Was könnten wir denn noch machen? Hier unten wäre nochmal eine Dolchmission. Mm, oh, hier ist was mit Schwert. Namenlose Kreaturen. Oh Gott, da geht es bestimmt um Ghule. Eieieiei, ne, ich glaube, da wäre ein bisschen viel. Hier drüben ist nochmal eine Machtprobe. Hier wäre ein Häuptling. Eigentlich könnten wir ein Häuptling machen. Machen wir so. Wir machen hier erstmal Geflüster des Todes. Und danach kümmern wir uns um den Häuptling. So, wo sind wir denn gerade? Ich glaube, der ist noch mit am nächsten dran, oder? Oder der? Nee, ich glaube, der. Gut, vorher markieren wir uns mal das. Und dann schnell reisen wir. So, na, das ging doch mal wirklich schnell. Doch, 700 paar zerquetschte Fuß. Eieieiei. Dann hoffe ich, dass wir hier durchkommen. Jetzt ist die Frage, jetzt hat sich bei mir gerade, glaube ich, das Audio verabschiedet, das Audio. Ich suche mir mal kurz ein ruhiges Plätzchen, wo ich ihn kurz abstellen kann und dann schaue ich mal nach, ob hier jetzt alles spackt oder ob es wirklich bloß die Kopfhörer sind. So. So. Dann machen wir mal kurz den hier. Bin gleich wieder da.